echter Verschwörungstheoretiker. Dass es meinen Mann mal so weit bringen würde? Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Da war er noch der totale Loser. Schatz, du glaubst nicht, wen ich vorhin zufällig getroffen habe. Die Luise Kochmann. Ganz zufällig also. Kochmann mit 2 N? Ja. Und dann hat er den Entschluss gefasst. Er will das auch. Anfangs dachte ich, dass ich das nicht schaffe. All die Fakten, die Zahlen und die akribische Recherche. Er hat ja auch nur Realschulabschluss. Aber auch nur mit Ach und Krach. Aber Verschwörungstheorien sind eigentlich total einfach. Man muss nämlich nur eine wirre Theorie aufstellen und dann irgendwelche Beweise dafür konstruieren. Das muss eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben. Und was mein Mann jetzt alles weiß, davon profitiert ja auch unser Sohn. Ah, guck mal da, ein Flugzeug. Was sind das für Streifen dahinter? Hm? Kondensstreifen. Nein, das sind Chemtrails. Damit kontrolliert die Regierung das Wetter und die Bevölkerung. Echt? Aber mein Lehrer hat gesagt... Ach, der ist doch von der Lügenpresse Mainstream gesteuert. Hm? Jetzt zurück, schnell ins Haus, sonst wirst du noch unfruchtbar. Mein Mann geht so auf in seinem Job. Manchmal sehe ich ihn tagelang nicht. Du bist es. Komm schnell runter, ich muss dir was zeigen. Das ist der Knaller. Ich habe alles aufgedeckt. Es ist völlig logisch. Man muss nur die Puzzlestücke zusammenfügen. Es ist wirklich ganz einfach. Man muss sich nur fragen, wer profitiert. Amerika, Zionisten, Kim Jong-un. Adolf Hitler. Adolf Hitler lebt noch, keine Frage. Elvis lebt ja auch noch. Heiratet Helene Fischer. Hier, CIA. Ku Klux Klan. Beachte auch bitte das V hier im K. Hoeneß. Hoeneß. Warum ergibt das Netz von Paris? Ein Hammer und eine Sichel, der Kommunismus. Aber wer steht in der Mitte? Angela Merkel, die Rautenfinger, umgedreht. Und jetzt, pass auf. Das Dreieck der Illuminaten. Wow, mein Mann ist jetzt ein Star auf YouTube. Der wird sogar auf Veranstaltungen eingeladen. Außer natürlich montags. Da fahren wir immer nach Dresden. Du sag mal, der Zug fährt genau 17 nach. 17? So viele Tote gab's doch auch in Paris. Es gibt keine Zufälle. Ihr seid ja total irre. Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse! Halt die Fresse, Lügenpresse!